Viele YouTuber haben einen tierischen Begleiter. Und dass Tiere im Internet funktionieren, wissen wir spätestens nach der 5. Funny Cats Compilation, die wir uns kurz vor dem Schlafengehen reinziehen. So manch ein Creator erstellt für seine Lieblinge Instagram-Accounts oder gar eigene YouTube-Channels. Doch welche YouTuber-Haustiere sind meiner Meinung nach am coolsten oder süßesten? Lasst es uns herausfinden. Hier ist die Tube 5 der süßesten Haustiere auf YouTube. Ach ja, Ape Crime und die Katzen. Zu Pong-WG-Zeiten hatten sie kurzzeitig eine Katze namens Pikachu, mit der sie auch einige lustige Videos gedreht hatten. Nachdem sie Pong den Rücken gekehrt hatten, waren die Jungs wieder katzenlos. Und das sollte erstmal so bleiben, denn Cengiz Freundin Sarah, welche mit dem Trio zusammenwohnt, hat eine fiese Katzenhaarallergie. Doch Ende 2015 gab es einen Lichtblick: Bengalkatzen. Denn auf diese spezielle Rasse sind Allergiker in den meisten Fällen nicht anfällig. Und so bekamen die Apes Zuwachs in Form von Murky und Dexter. Schon viele lustige Videos sind mit den Kätzchen entstanden. Egal ob ein Experiment, um zu sehen, was die Katzen anstellen, wenn niemand im Haus ist, oder einfach nur in täglichen Vlogs eingebaut, Murky und Dexter sind zu süß und erhalten von mir den 5. Platz. Die Hündin Brioche von Paola Maria und dem Außenseiter Sascha ist echt ein aufgewecktes Mädel. Die beiden YouTuber haben ihren Hund vor knapp 3 Jahren adoptiert und mittlerweile gehört Brioche zur Familie. Der Zwergspitz ist in einigen Videos von Paola und Sascha zu sehen und auch bei anderen YouTubern wie Lion oder Dagi B findet das Haustier Anklang. Der Hund ist inzwischen sogar ein eigener Internetstar, denn auf Instagram hat er über 600.000 Follower. Wow. Brioche ist wohl auch ein kleines Übungsbaby für Paola und Sascha, denn die beiden sind seit einiger Zeit verlobt. Der süße Zwergspitz gelangt somit auf den 4. Platz. Melina Sophie hat sich 2016 ein Herz gefasst und ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt. Sie ist nach Island gezogen. Und was passt besser zu diesem Umzug, als sich einen isländischen Schäferhund zuzulegen? Er trägt den Namen Godde und ist seit Oktober 2016 ein Teil im Leben von Melina. Und dass sie es mit dem Hund ernst meint, zeigen die etlichen Vlogs, die sich nur rund um den Vierbeiner drehen. Doch nicht nur auf YouTube startet der Hund total durch, nein, auf Instagram besitzt er seinen eigenen Account mit über 400.000 Fans. Da Melinas Lieblingstiere Wölfe sind, passt es doch nur, so einen wolfsnahen Hund zu halten und die beiden landen auf dem 3. Platz. Ach ja, Chan und seine Meerschweinchen. Schon seit Anbeginn seiner YouTube-Karriere mit Apple War baute er seine kleinen Nager regelmäßig in Videos ein. Meerschweinchen wie Panda, Cookie oder Bananasplit waren für einige Zeit wohl die bekanntesten Meerschweinchen Deutschlands. Vom letzteren Schwein ließ sich Chan auch für seine blonde Haarsträhne inspirieren. Das Leben mit seinen unzähligen Begleitern ist tatsächlich so spannend, dass er mit Dimeris sogar einen eigenen Kanal für die Meerschweinchen führt. Dieser ist inzwischen sogar deutlich erfolgreicher als der Apple War-Kanal an sich. Chan und seine haarigen Freunde landen somit auf Platz 2. PewDiePie ist für seine Möpse bekannt. Moment, nicht diese Möpse. Ich meine seine Hunde. Spaß beiseite. Mops Edgar und Möpsin Maya leben seit Ende 2013 bei Pewds und seiner Freundin Marzia. Seitdem sind die Videos der beiden oft sehr hundelastig. Und bei PewDiePie bedeutet das, dass er gelegentlich seinen Kanal von Edgar übernehmen lässt, mit dem Hund Yoga macht oder ihn kochen lässt. Aber auch Maya ist präsent, denn auf Marzias Kanal ist sie häufig zu sehen. Und dort gibt es sogar eine eigene Animationsreihe, die nur von den beiden Möpsen handelt. Ach ja, und es existiert ein Game, in dem man die beiden Hunde spielt und sich gegenseitig beschnüffeln lassen kann. Edgar und Maya, die wohl, neben Katja Grasewitzes, berühmtesten Möpse der Welt, erhalten von mir Gold und Platz Nummer 1.